Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt von Let's Play FIFA 13. So, wir spielen heute gegen Eintracht Frankfurt. Der Stolz der Hessen, könnte man sagen, über diese Mannschaft. Es ist die stärkste Mannschaft der Region Hessen. Und ja, war eigentlich eine Mannschaft, die in den 70er Jahren und 60er Jahren der Bundesliga sehr stark war. Also generell in den älteren Zeiten. Jetzt momentan sind sie ja wieder aufgestiegen in die Bundesliga und haben einen Rekord aufgestellt als bester Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte. Also mit den meisten Punkten zu Beginn der Saison. Und ja, das kann sich sehen lassen. Sie spielen wirklich stark. Mit Kevin Trapp haben sie auch einen starken Keeper im Tor. Der Eintracht eine totale Packung in München ersparte. Sie verloren ja nur mit 0:2 gegen Bayern. Ohne Trapp wäre es deutlich höher gewesen. Also was der für Dinge rausgeholt hat, das war der Wahnsinn. Wow. Sie spielten auch mal kurzzeitig im UEFA Cup. Ich glaube gegen Kaiserslautern, sondern gegen Galatasaray. Das glaube ich mal, hatten sie ein Spiel. Ja. Und vielleicht, wenn sie weiter so spielen wie diese Saison bislang, könnten sie sich ja, vielleicht sogar in den UEFA Cup reinmogeln. Also in der Europa League, besser gesagt. Jetzt nicht mal UEFA Cup. Ja, wäre schon eine kleine Überraschung. Die sind zwar schon ein bekanntes Gesicht der Bundesliga, aber naja, sie sind halt jetzt aktuell wieder als Aufsteiger erst wieder da. Als Aufsteiger gleich in den internationalen Wettbewerb reinzukommen in der ersten Saison, tja, schon eine Riesenüberraschung. Sie haben auch ein gutes Team mit Alex Meyer und dann noch mit dem Jung, haben sie auch noch einen starken Spieler. Der ja letztens im Kader der DFB-Nationalmannschaft war. Also im A-Kader. Und ob er jetzt genau spielte, wusste ich nicht. Weiß ich nicht, weil das Spiel gegen Holland hat mich nicht interessiert, weil es ein Testspiel ist. Und das Spiel halte ich nicht wirklich viel. Auch wenn es gegen Holland ist, habe ich mir letztes Mal ein bisschen mal angeschaut gegen Holland. War ganz schön beim 3-0 in Hamburg. Aber naja. Generell finde ich Testspiele einfach nur langweilig. Länderspiele mag ich sonst natürlich auch. Generell Fußball, ich bin ja ein sehr Fußballbegeisterter. Und ja. Mich interessieren, wie gesagt, auch andere Ligen weltweit. Ich informiere mich da jedes Mal drüber. Auch in Deutschland schaue ich natürlich auch in die kleineren Ligen. Zum Beispiel auch in Ligen, wo bei mir in der Umgebung sind. Was da die dortigen Vereine so machen. Und aber auch nur vielleicht einmal in der Woche oder so. Aber sonst internationalen Fußball täglich eigentlich. Fußball ist ein großes Hobby von mir. Ich spiele auch selber. So, schauen wir mal, ob wir jetzt was Gescheites draus machen können. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ach, schade. Die Eintracht wehrt sich. Jetzt sollte sie meinen ersten Treffer machen, ne, dass es am Ende ein 0-0-Spiel wird. Und die Prognose jetzt noch ein bisschen früh kommt. Nee. Wenn er dann setze ich mal kurz auf 4-3-3 um. Die offensive Angriffsformation und ja. Dann schauen wir mal, was hier rausspringt. Der wird dazwischen mit dem Haxen. Na, die Hälfte spiele ich noch mit der Formation. Die nächste spiele ich dann mit einem offensiven 4-3-3-System. Dann knacke ich sie auf jeden Fall. Na, schauen wir, was wir jetzt noch so zusammenkriegen in den letzten 4 FIFA-Minuten. Gegentreffer will ich natürlich nicht, das ist ja klar.
Ah, scheiße, ist mal nicht gut. Geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf. Yes. Hä? Was? Wie? Halbzeit oder was? Ach, Halbzeit schon. Gut, bis gleich, ich schneide mal wieder. Oder nee, Quatsch, diesmal lasse ich die Halbzeit mal durchlaufen. Es sind ja auch nur ein paar Sekunden, wo da drauf gehen. Aber zuvor mache ich jetzt noch kurz die Änderung der Formation in ein offensives 4-3-3-System. Und schon geht's weiter. Auf die paar Sekunden können wir ja scheißen. Gut Deutsch gesagt. So, aber jetzt ist die Eintracht dann langsam fällig, würde ich mal sagen. Jawohl, schönes Spiel, schönes Spiel. Ah, schade. Knapp, knapp, knapp. Schade. Egal. Verlorenen Chancen traut man nicht hinterher. Man konzentriert sich drauf, eine nächste zu erspielen. So. Ach, schade. Also 0-0 will ich nicht unbedingt gegen die Eintracht. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl kurz vor dem Part gehabt, dass es vielleicht ein 0-0 werden könnte. Wechsel der Eintracht. Lani kommt rein. Der ist ja von Köln gekommen. Und Sebastian Rode geht raus. Rode ist eigentlich auch nicht schlecht. Das Tor im letzten Part noch gegen Hamburg, das war nervig. Das regt mich richtig auf. Also Hamburg hat es überhaupt nicht verdient, gehabt, ein Tor zu erzielen. Freistoß für mich. Ach, ich probiere es einfach mal direkt. Okay, war nix. Na gut. Viel mehr hätte ich aus der Szene jetzt auch nicht machen können. Komm schon. Von mir aus ein 1-0 würde auch reichen. Hauptsache 3 Punkte, wie gesagt. Oh, jetzt läuft der wieder weg, der Hans. Alter. Oder ja, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, Baby, das war's doch. Das war das Tor, was ich wollte. 1-0 passt. Jetzt probieren wir noch ein 2-0 rauszukriegen und dann passt es. Okay, ein Solo wird's nicht. Keine Solistenvereinigung hier. So, dann. Auswechsel. Also, ich habe nochmal nachgeschaut. International spiele ich diese Saison doch noch nicht. Obwohl ich es ja nicht eingestellt haben wollte, aber irgendwie hat FIFA es nicht. Irgendwie hat FIFA nicht darauf reagiert. Und keine Ahnung, hat rumgespackt und ja, jetzt spiele ich nur international. Im DFB-Pokal muss ich in der ersten Runde gegen Fortuna Düsseldorf fahren. Was mich natürlich aufregt, weil Fortuna Düsseldorf haben wir ja noch zweimal in der Liga. Auf den Zettel und da hätte ich mir lieber einen Zweitligisten gewünscht. Aber was er nicht ist, kann er noch werden, wenn wir Runde 2 erreichen. Vielleicht treffen wir dann noch auf einen Zweitligisten. Wäre schön. Wenigstens gegen einen Zweitligisten. Halt immer gegen die Mannschaften von der Liga. Wow. Ganz riskant. So. Ja. Nee. Wow. Wow, der war knapp. Den hätte ich fast noch kriegen können. Komm schon, ey, 2-0 ist drin. Scheiße. Ach, ja, ich hab's kommen sehen, ey. Scheißdreck, Mann. Egal, vielleicht kriegt man noch das 2-1, schauen wir mal. Der Zeitpunkt war natürlich schlecht für das 1-1. Das ist so. Naja, egal, versuchen wir mal weiterzumachen.
bisschen Zeit haben wir ja noch über. Vielleicht gelingt uns ja noch das verdiente 2-1. Schauen wir mal. Nein, jetzt kommt er noch dazwischen, ist klar. Mann, Mann, Mann. Na toll, jetzt sind die wieder im Konter, ist klar. Nix da. Der hätte einfach rüberspielen müssen, dann hätte er vielleicht, da hätten sie vielleicht das sichere Tor machen können. Komm jetzt aber. Ja, komm. Yeah, gut. Das müsste der Siegtreffer gewesen sein. Sven Bender in der 85. Minute. Passt. Aber der Gegentreffer stört mich natürlich schon. Generell hasse ich es einfach, Gegentore zu bekommen. Das hasst natürlich jeder, aber ich besonders, weil ich will gerne zu Null spielen. Damals war ich in FIFA bekannt dafür, neben einem starken Sturm auch eine gute Abwehr zu haben und naja. Deswegen, was, Freistoß? Weil die mich verarschen. Ist klar, ey. Damals war ich dafür bekannt, neben dem starken Sturm auch eine starke Abwehr zu haben und ja. Deswegen will ich so viel wie möglich zu Null zu spielen, das muss ich aufpassen. Kurz konzentrieren. Okay, Situation geklärt, passt. Konter, vielleicht das dritte Tor. Wäre schön, wow. Aber nicht so. Kommando Druck setzen, Kommando Druck setzen. Ja, gut, dazwischen gekommen, passt. Ach ja, das war klar, ey. Egal, 2-1 Sieg gegen die Eintracht. Das ist ganz okay. Wie gesagt, der Gegentreffer stört mich halt. Aber naja, sonst schon ganz okay. 3 Punkte, das ist natürlich das Wichtigste. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal und ciao. 93 King Rico.